Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Telsonic, the powerhouse of ultrasonics, und Arburg. Wir sind da. Plastics in Automotive Engineering, kurz PIA, ist der neue Name für eine VDI-Veranstaltung, die die gesamte Automobil- und Kunststoffbranche seit Jahrzehnten unter dem Namen Kunststoff im Automobilbau kennt. So wie immer trafen sich die Experten im April in Mannheim, um über die Trends im Fahrzeugbau zu diskutieren, in diesem Jahr allerdings unter vollkommen neuen Rahmenbedingungen. So überraschte der Veranstalter die 1400 Teilnehmer und 120 Aussteller mit einem überarbeiteten und modernisierten Gesamtkonzept. Wir haben natürlich hier sehr, sehr viel geändert, weil wir gesagt haben, wir möchten die Veranstaltung junger gestalten, wir möchten sie moderner gestalten, und das kommt bei dem jungen Publikum natürlich super an. Wir haben aber auch natürlich die alteingesessenen Gäste, die sich erstmal sozusagen mit den neuen Randbedingungen zurechtfinden müssen. Das heißt, wir haben neue Säle, wir haben plötzlich andere Etagen, die wir neu hier in Mannheim mit bestücken, und das kommt aber in Summe sehr gut an bei dem Publikum. Im Mittelpunkt standen aber natürlich die Fachthemen der Automobilindustrie, die die Kunststoffexperten vor immer neue Herausforderungen stellen, so zum Beispiel auch in Sachen Design. Die Designers kommen immer mit neuen Ideen, und das müssen wir jetzt umsetzen in Bauteile. Das heißt, wir müssen eine gute Idee haben vom Werkstoff. Und dann natürlich mit verschiedenen Teilen Leichtbau ist es oft ein Gemisch aus zwei Materialien, und dann kommt das Thema Verbindungstechnik. Wir als Aussteller sehen dieses Jahr ganz klar den Trend im Leichtbau. Wir haben noch stärker als in der Vergangenheit Material einsparen, Ressourcen optimiert. Ist ein ganz klarer Trend dieses Jahr. Der Trend zum konsequenten Leichtbau zog sich durch die komplette Veranstaltung, denn der Wunsch nach reduziertem Fahrzeuggewicht hat Einfluss auf die Materialien, auf die Komponenten, aber auch auf die Prozesse und Fertigungsverfahren. Die persönliche Begegnung steht im Vordergrund, wie das hier immer bei wichtigen Tagungen, bei Branchentreffs, bei Messen der Fall ist. Deswegen ist die Ausstellung hier ja für viele beteiligte Unternehmen auch sehr wichtig. Das sind ja weit über 100, die sich hier präsentieren. Und die Netzwerkpflege, das Sprechen über Projekte, über Innovationen, über neue Möglichkeiten mit Kunststoff im Automobil ist und bleibt ein ganz wichtiger Faktor, der für so einen Kongress auch ganz wesentlich ist. Unter den 120 Ausstellern fanden sich die innovativsten Zulieferer, Materialhersteller, aber auch Anlagen- und Maschinenbauer, die die Fertigungstrends der kommenden Jahre präsentierten. Wir Arburg präsentieren unser additives Fertigungsverfahren Arburg Kunststoff Freiform und unseren Freeformer. Wir sehen, dass additive Fertigung sich mehr und mehr als ein ergänzendes Fertigungsverfahren durchsetzt, auch im Automobilbereich. Und hier auf der Messe zeigen wir Leichtbauanwendungen, aber auch Bauteile für das Ersatzteilgeschäft im Automobilbereich, die additiv hergestellt werden. Das ganz große Thema ist natürlich die Umwelt. Man muss sagen, die Menschheit denkt gerade um. Es gibt ein wesentlich größeres Umweltbewusstsein. Wir schauen, wie können wir nachhaltiger bauen, wie können wir die Mobilität nachhaltiger gestalten. Und das sind große Themen natürlich, die sich wiederfinden in der Antriebstechnik. Da ist ein großer Wandel, wo wir allein als Fahrzeughersteller oder als Rohstofflieferant nicht alleine vorangehen können, sondern wir brauchen auch die politischen Bewegungen. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um erneuerbare Energien zu bekommen, um die Infrastruktur aufzubauen, die wir brauchen, Ladeinfrastruktur zum Beispiel. Und das ist etwas, was wir genau hier diskutieren und wo wir auch uns freuen über die regen Diskussionen.